Ja, hallo liebe 1000 Best TV Zuseher, die 1000 Best Crew begrüßt euch heute aus dem wunderschönen sonnigen Tirol. Wenn Engel reisen, rechtzeitig in uns hier ist die Sonne aufgegangen. Hinter uns das Paradies auf Erden, Highbike Test Center, und wir haben heute die besten und schnellsten Motorräder ausgefasst, um zu klären, welche die schnellste hier auf den Alpenpässen ist. Mir persönlich gut gefallen hat die Monster, die 1100er Evo, die hier vor uns steht. Bin lange schon nicht bei Monster gefahren und hat mich wieder daran erinnert, dass man eigentlich nicht viel braucht, um am Motorrad glücklich zu sein. Da ist nicht viel dran an dem Motorrad, sehr kompakt, sehr handlich. Man sitzt nah am Lenker, Motor, man sitzt noch ein echter Motor aus den guten alten Zeiten, aber innen voll mit Hightech. Alles wirklich wunderbar an diesem Motorrad, macht richtig viel Spaß. Einzige, was vielleicht ein bisschen schwierig ist hier, wenn man nicht so ein routinierter Fahrer ist, das Motorrad ist etwas ruppig im unteren Drehzahlbereich. Also wenn man nicht der große Kenner Motorrad noch ist und man will hier alles mit einem Gang am besten rauf und runter fahren, vielleicht etwas schwierig, aber wenn man es dann drauf hat, eine echte Genussmaschine. Oder? Absolut. Die Ducati Monster war eines der Highlights, die wir hier gefahren haben. In Rot natürlich besonders augenfällig in Ischgl und Umgebung. Wir sind auch der Polizei gleich aufgefallen. Zu Recht muss man sagen, man hört sie allerdings zuerst, bevor man sie sieht. Der Spruch ist einfach einmalig und die Sitzposition ist genauso aggressiv wie das Fahrverhalten. Die Monster, optisch muss man nicht viel dazu sagen. Allein das Heck ist ein Traum, feuerrot, so wie ich. Der goldene Rahmen zur 20 Jahre Anniversary Edition. Der einzige optische Wermutstropfen ist für mich vielleicht die Auspuffanlage, aber da gibt es ja Terminioni. Man sitzt etwas Supermoto-like, ein bisschen so über der Vorderachse, das heißt, man braucht etwas Kraft zum Einlenken. In den Kurven ist sie dann aber sehr stabil. Und man braucht auch relativ viel Kraft auf der Bremse, wenn man dann umsteigt auf zum Beispiel die Street Triple, ist man richtig überrascht, wie gut das anspricht. Das ist bei ihr nicht der Fall, aber dafür der Sound und der Motor in höheren Drehzahlenbereich einfach ein purer Genuss. Also vermutlich bin ich der Einzige von euch Burschen, der das denkt, aber für mich ist die Monster der Favorit, also das beste Bike hier in den Bergen, weil sie so dermaßen kompakt ist. Du hast schon erwähnt, diese supermotomäßige Sitzposition, man sieht einfach nichts, es geht da gerade runter und dementsprechend vorderradorientiert sitzt man drauf und es ist herrlich angenehm zum Fahren. Dass sie schwer in die Kurven geht, finde ich nicht, man muss sich einfach trauen, man muss umlegen lassen, dann macht sie, was man will, sie ist stabil, die Bremse ist kräftig. Und das Einzige, was mich stört, sind ein bisschen die Lastwechselreaktionen, die sie hat. Da ist sie doch relativ ruppig, aber okay, das wird meiner Meinung nach wieder gelindert durch diesen herrlichen luftgekühlten Motor, der Schmalz hat in allen Lebenslagen. Zur Optik brauche ich auch nicht viel sagen, das schaut noch immer herrlich aus. Vor allem der, hoffentlich fliegt es mir nicht um, der dreigeteilte runde Scheinwerfer, super Stilelement. Mir hat aber die Monster 1100, die Vorgängerin vor der Evo, fast ein bisschen besser gefallen mit den zwei Stanitzeln hinten als Auspuffe. Ist aber, soll ich noch ein bisschen ausholen? Nein. Bin eigentlich fertig, mein Favorit, super Motorrad. Danke, pfiat euch.